Willkommen zurück zu The Legend of Zelda, Breath of the Wild. Beim letzten Mal hatten wir eigentlich das Finale eingeleitet, haben uns nach Schloss Hyrule begeben und dort auch den Teil beendet. Wir hatten gesehen, dass es dort eine neue Karte gibt, wie man es aus den Dungeons kennt, die man so ein bisschen sich angucken kann, die so ein bisschen mitrotiert, wenn man sich dort aufhält. Und jetzt hier für diesen neuen Teil seht ihr, dass ich mich zurück zu einem Turm teleportiert habe. Und zwar, der Grund ist relativ simpel. Wir hatten ebenfalls als zweite Aufgabe beim letzten Mal noch gehabt, das Master Sword zu finden. Und das haben wir nicht gefunden gehabt. Und das hat mich so ein bisschen gewurmt. Dementsprechend habe ich mich so ein bisschen aus diesem Schloss rausbegeben gehabt, um die ursprüngliche Karte wieder freischalten zu können. Und habe dann hier die Karte mir angeguckt und auch relativ schnell das Ganze gefunden. So, die Sache, die mich halt einfach so ein bisschen gewurmt hat, wir hatten, oder ich bin davon ausgegangen, muss man eher sagen, dass wenn man den Turm hier freischaltet, dass man die Informationen bekommt und dann das Ganze hier so finden würde. Und hier oben ist der Wald von Hyrule. Und ich weiß jetzt nicht, ob der hier zu diesem oberen Bereich gehört oder zu diesem da unten, aber halt hier ist dieser Wald und der sieht natürlich schon so ein bisschen einladend aus. Und dementsprechend, wir werden das Finale vielleicht noch ein oder zwei Teile nach hinten verschieben, je nachdem, wie lange wir das jetzt hier brauchen. Aber für heute würde ich ganz gerne wirklich diesen Wald betreten, mich da drin umgucken, eventuell auch hier oben nochmal hingehen, je nachdem, ob hier unten was ist oder nicht. Aber ich denke, das sollte die grundlegende Idee sein, dass wir einmal hier uns hinbegeben und einmal hier. Einfach nur um als letzten Versuch so gesehen nach diesem Master Sword zu suchen. Ich denke danach, wenn wir es auch dann jetzt nicht finden sollten, dann werden wir einfach damit leben. So, wir hatten hier die lustige Ausrüstung an. Ich würde sagen, wir werden das Ganze mal so ein bisschen ablegen, denn falls wir tatsächlich auf das Master Sword treffen, gehe ich mal davon aus, dass es hier vielleicht noch irgendwelche Cutscenes geben sollte. Und da wäre es natürlich ganz cool, wenn man da unser Gesicht so ein bisschen sehen könnte, selbst wenn Link nicht unbedingt der gesprächigste ist. Gut. Wie man sieht, das Regen ist also natürlich auch nicht so hundertprozentig angenehm, weil es immer zu so Blitzen führen kann. Und hochklettern kann man auch nirgendwo ernsthaft. So, das ist jetzt hier schon der Weg zu diesem Wald hin. Da ist natürlich schon sehr interessant zu sehen. Einige tote Bäume. Oder halt kahle Bäume, sollte man es vielleicht eher nennen. Oh, hi. Das hatte ich beim letzten Mal auch schon, dass ich versucht habe, auf die loszuspringen, aber eigentlich nur an denen vorbeispringen. Das sollte man sich vielleicht auch halt. Hi, noch Wölfe hier. Und vor allem noch mal eine neue Waffe. Eine Stachel-Mob-Lanze. Ich denke, da sollten wir mal gucken, ob wir die nicht vielleicht mitnehmen. Ich habe schon wieder Schaden genommen. Wow. Ja klar, wie ich in den reingesprungen bin, das ist mir auch klar. Aber ich hatte gehofft, dass wir das vielleicht so ein bisschen angenehmer starten können. Ebenfalls, wie man vielleicht sieht, ich habe so ein bisschen schon mal aufgestockt gehabt. Gerade auch ganz speziell geguckt, dass man hier so ein paar Angriffskraft plus hat. Je nachdem, wie Ganon da wirklich aufgebaut ist, sollte man vielleicht relativ clever sein. Ich habe sogar noch eine Schleichesache mit dabei. Und hier ist auch nochmal eine Abwehrsache. Also ich habe so ein bisschen versucht, mich da clever vorzubereiten. Und ich merke gerade, dass ich hier relativ viel Zeug habe. Weißt du was, erstmal überhaupt das Zeug da weg. Und ich merke auch, dass ich gar nicht was essen wollte. Ich wollte eigentlich was ablegen. Das ist immer so ein bisschen das Problem. Ich denke, man könnte die Meister-Axt dafür ablegen. Okay, nevermind. Ich dachte, das Ding wäre so viel stärker. So, was ein bisschen beängstigend ist, nachdem wir hier jetzt so ein bisschen näher an dieses Gebiet gekommen sind. Diesen Wald haben wir hier schon einen sehr merkwürdigen Nebel auf einmal. Und ich gehe mal davon aus, dass das vielleicht tatsächlich hier mit dieser Situation zusammenhängt. Dementsprechend gehen wir mal hier einfach auf diese offizielle Route runter. Aber mal zu gucken, ob hier speziell was passiert, wenn wir hier entlang latschen. Verlorene Wälder. Da hinten ist Feuer. Haben wir noch einen? Nope. Das ist natürlich so ein bisschen doof. Das war nicht meine Idee. Aber ich sag einfach mal, dass es funktioniert hat. Ich sollte trotzdem natürlich aufpassen, dass ich weiterhin mit einer Waffe unterwegs bin, die auch mir so ein bisschen Schutz bieten kann. Okay, meine Frage ist, und das gehe ich mal von aus, einfach, dass wir so ein bisschen dem Feuer folgen sollen.
Natürlich ein bisschen beunruhigend. Dass hier mehr. Achso, die sind so ein bisschen gedacht, dass man schon einem Weg folgt. Ich dachte erst, es wären so zwei Richtungen, die man einschlagen würde. Und wenn ich jetzt von hier aus schon nicht mal sagen könnte, wo der nächste Weg ist. Gerade vor allem, wenn man so ein bisschen sagt, man könnte. Ah, never mind. Ich würde sagen, man könnte hier so dem Gras folgen. Aber auch hier hört das jetzt schon wieder auf. Okay, dann würde ich sagen, wir stellen uns mal hier so ein bisschen. Ah, da hinten ist nochmal einer. Ich würde nämlich sagen, wir stellen uns clever an, klettern hier hoch, um zu gucken, ob es hier irgendwelche Anzeichen gibt, wo man sagen könnte, hey, da ist noch was, was man anzünden könnte, oder halt in dem Fall, was schon angezündet ist. Gut. Das ist natürlich so ein bisschen einladen für eine Falle. Oh, und da ist auch sogar eine Fackel, die wir mitnehmen könnten. Jedoch bin ich mir nicht sicher, was für eine Waffe ich dafür zurücklassen möchte. Gerade wenn man sagt, man hat sowas wie ein Feuerschwert. Ich möchte eigentlich kaum eine Sache mittlerweile zurücklassen, aber vielleicht lasse ich die Lanze zurück. Lanze hat zwar auch seine Vorteile, am meisten Fällen sind mir dann doch lieber entweder die starken Zweihandwaffen lieber oder Einhand mit Schild. Okay, das ist natürlich jetzt hier schick, dass wir wieder ein... Oh, hi. Ich würde wieder die gleiche Idee angehen. Waldlanze. Auch hier nochmal Haltbarkeit plus. Wenn ich das nicht sehe, die hat eine 11. Genau, wenn das eine 22 hat, hat der eine 11. Okay, weißt du was? Ich bin mal was so clever. Und schmeiß einfach mal hier eine Markierung ran. Vielleicht brauchen wir die einfach in der Zukunft. Weiß nicht, wie die Sachen... Daruks Schirm ist jetzt einsatzbereit. Sehr cool. Ich weiß nicht, wie halt das Spiel reagiert mit Sachen, die despawnen. Gerade wenn man hier sieht, die Fackel, die wir aufgenommen hatten. Und eine Sache zurückgelassen hatten. XX, nice, nope, nope, come on. So, darf man hier irgendwas Interessantes sehen? Ansonsten wohnen. Das ist ein relativ großes Gebiet. Da kann man also wirklich. Ja, da hinten sehen wir das Schloss. Aber von nun an sehe ich nicht mehr wirklich. Ob es hier irgendwelche offiziellen Wege noch gibt. Wir sprechen hier oben an den Bäumen lang zu klettern. Sieht für mich sogar relativ clever aus, denn wenn wir tatsächlich auf Gegner stoßen, solange die nicht hier oben ebenfalls sind, haben wir einen gewissen Vorteil. Okay. Also wir wurden jetzt hier relativ schnell aufgehalten. Und dann darf man natürlich zum Beispiel auch nicht vergessen, der Baum hat ein Gesicht. Und ich dann wieder jetzt fragen muss. Wo genau muss ich denn jetzt hin? Vielleicht muss ich ganz bewusst mit einer Fackel arbeiten? Dass man sagt, man... Man muss das jetzt hier so anzünden. Und natürlich wurde jetzt auch hier unsere Frage zum Beispiel beantwortet. Nachdem das hier geladen worden ist, ist dann auch unsere Waffe wieder despawned. So, und da haben wir zum Beispiel schon wieder einen Mund. Ich realisiere, hier irgendwo reinzuspringen. Ja, hier sind überall so welche. Ich dachte wirklich, der eine nur halt so als ganz cooles Versteck in dieser Hinsicht. Aber... Okay. Wir werden hier also regelmäßig rausgeworfen. Und natürlich dann jetzt wieder fragen muss, woran erkenne ich, wo ich gehen darf und wohin wiederum nicht. Denn wir haben überall diese Whirly-Dinger hier. Ich habe das Gefühl, da wo es stärker wird, soll man nicht langlaufen. Na. Ha. Ja, meine Frage ist natürlich, jetzt sollen wir hier irgendwie lang? Ist hier irgendwas, was man lernt? Ne, auch hier. Also, man guckt natürlich und sagt, ist das hier vielleicht ein Weg? Ist hier irgendwas, auf was man achten muss?
die Gesichter selbst irgendwas zu sagen. Oh no. Zum Beispiel auch hier, da dachte ich wieder, das wäre so stark, dass es der falsche Weg wäre, aber jetzt ist es richtig. So, okay. Man müsste eigentlich schon fast überlegen, ob man auf der Karte irgendwie hingeht und irgendwelche Markierungen setzt. Einfach nur, um so grob zu wissen, falls man zurückgeschaltet wird, wo man jetzt hin muss. Ah, interessant, man kann also in der Theorie weglaufen. Und so ein bisschen realisiert, dass das Ganze nicht die richtige Richtung ist. Oh oh. Oh Gott, damit. Und gleichzeitig darf man auch anmerken, dass die Ladezeiten gar nicht zu unterschätzen sind, die man hier jedes Mal wieder entgegengeworfen bekommt. So, wir haben so ein bisschen mitbekommen, da lang können wir laufen. Und ich denke, das ist eine clevere Idee, so ein bisschen versuchen, ein bisschen herauszufinden, wo zum Gucken man genau hin muss. Aber selbst dann bin ich mir halt nicht sicher. Gerade wenn man sagt, man ist jetzt hier in einem relativ großen Bereich. Wow! Hi, Baum, der sehr, sehr spät reingepoppt ist. Aber selbst dann ist jetzt hier schon wieder. Ja, und das ist jetzt natürlich die Frage, ob das halt wirklich so eine Art unsichtbares Labyrinth darstellen soll. Und ob es hier halt wirklich Wege gibt, die grundlegend in eine Richtung führen können, aber dann halt Sackgassen werden. Nope, 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 nope. Aber das Doof ist auch, dass selbst nachdem man gesehen hat, dass so ein paar Mal man weglaufen kann, dass es nicht immer viel. Ansonsten brauche ich auch nicht. Haben wir jetzt ja realisiert, dass das nicht der Fall ist. Okay, also. Ein Schrein ist in der Nähe. Mein Glückwunsch. Man hat so ein bisschen das Gefühl, dass man halt so ein bisschen gegen einen Gegner kämpft. Also die beiden Wege sind's nicht. Ich kann übrigens auch nicht näher ranzoomen, irgendwie zu sagen, hey, hier und hier ist nicht irgendwie. Irgendwie sagt, hier ist nicht der Weg. Auch hier ist nicht der Weg. Auch da ist nicht der Weg. Okay. Man hat jetzt natürlich hier schon so ein bisschen was von einer gewissen Linie, an der man nicht durch soll. Nope, 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 nope. Ich frage mich halt, ob man hier überhaupt durch soll. Denn mittlerweile sehen wir, hier sind so viele Bereiche, wo man einfach hier Totenköpfe setzen darf. Deswegen, ich frage mich eigentlich schon fast, und das sollte man eigentlich fast einfach mal probieren, wie sehr man hier schummeln kann. Aber mein Problem ist natürlich auch wiederum, ich gehe mal davon aus, man muss irgendwer hier hinkommen. Dementsprechend lass mal testen. Kann ich mich einfach hier hochbegeben und so versuchen auszuweichen. Ich hoffe, dass das Spiel halbwegs clever ist in der Hinsicht. Aber trotzdem. Okay. Nebel ist. Weiterhin ein Problem. Okay. Gibt es hier irgendwas, was man anders machen könnte, wo man sagt, muss irgendwie eine gewisse Sache haben oder irgendwas Gewisses tragen, wo man so ein bisschen Hilfe bekommen könnte? Deswegen gerade halt die Idee mit dem Feuer wäre meines Erachtens eine richtig coole gewesen. Aber
Wir haben ja jetzt hier relativ schnell gesehen, dass das alles so überhaupt nichts bringt. Cool. Also wir haben jetzt mehr oder weniger mitbekommen, dass alles hier so in einem Kasten herum einen nicht voranführt. Wir haben herausgefunden, dass Hochfliegen und dorthin es ebenfalls nicht tut. Und es ist interessant zu sehen, hier scheint relativ viel Wasser zu sein. Ich meine, man könnte nochmal versuchen, hier nochmal hinzufliegen, nicht ganz bewusst hier oben drauf zu gehen, sondern hier unten zu bleiben. Und dementsprechend lassen wir einfach jetzt hier nochmal so ein bisschen gucken. Also mal in diesen einen Bereich uns begeben, wo wir gerade eben hin konnten. Also das Blatt so gesehen. Und dann denke ich, werde ich mal ganz kurz auf den Baum hochklettern, werde versuchen, dort zu speichern. Das ist eine Sache, die man nicht vergessen darf. Ab und zu sind so gewisse Bereiche dort, wo man nicht speichern darf. Okay, whatever. Aber ich würde ganz gerne speichern, einfach nur, um mir wenigstens einen dieser Flugboni aufzuheben. Denn jetzt hier rumzuirren, wäre vielleicht nicht so clever. Okay. Wir werden versuchen, dort ungefähr hinzufliegen. Wir wissen, dass wir dort halt schnell wieder rausgeworfen worden sind, aber ich hoffe mir einfach mal, dass man vielleicht gerade eben nicht versucht, auf dem Berg zu landen, sondern vielleicht wirklich einfach dazwischen bleibt. Und nicht da hochgeht, sondern darunter. Sich dabei irgendwas erhofft. Wow. Da wurde ich jetzt gerade so ein bisschen vorangestoßen. Nice. Man konnte hier sich wirklich durchschummeln. Nur von aus, dadurch, dass es jetzt nicht mehr hier ist, haben wir es jetzt geschafft. Guten Tag. Hallo. Weiter Crocs. Genau. Also auf jeden Fall aber auch nicht der Weit der FPS, denn holy und oh, there it is. Okay. So. Ziehen. Wir haben also einige interessante Pflanzen. Einer dieser Kollegen dort hinten. Jetzt sollte man mit dem als erstes reden, bevor wir hier irgendeinen Blödsinn versuchen. Lass uns das jetzt erstmal ganz schnell machen. Oh nein, bist du etwa? Du bist es, der Held, der werte Held. Hab mir gleich sowas gedacht, als der Pilz auf meinem Kopf auf einmal gewachsen ist. Mhm. Das war ein Omen. Nee, war nur ein Scherz. Dann kommen wir zu der Prüfung der Crocs. Warte. Du hast gar nicht versucht, das Schwert aus dem Sockel zu ziehen? Was stehst du dann hier? Los, hol es dir. Danach können wir über die Prüfung der Crocs reden. Muss ich eure doofe Prüfung machen? Aber vielleicht hilft es auch nochmal. Vielleicht ist es wieder so ein Mehrschritt-Akt, den man hier betreiben muss. Erst ziehen und dann irgendwie funktionstüchtig machen. Ich speichere trotzdem mal wieder. Denn glaubt mir, ich traue der Sache noch so überhaupt nicht. Link, der Rest liegt an dir. Du bist unsere letzte Hoffnung. Bitte. Ich muss kurz eingenickt sein. Wer bist du? Oh, endlich bist du gekommen. 100 Jahre. So lange hast du mich jetzt hier auf deinen Besuch warten lassen. Ich dachte schon, ich verdorre, bis du dich endlich blicken lässt. Aber so wie du mich ansiehst, scheinst du dich an gar nichts mehr zu erinnern, Bruder. Ich wache über Hyrule. Seit es diese Welt gibt, stehe ich schon hier. Mein Name lautet Dekubaum. So nennt man mich von alters her. Diese Waffe wurde vor Urzeiten von der Göttin erschaffen.
Nur der auserwählte Ritter darf sie führen, um damit die Verheerung zu bekämpfen. Das heilige Bannschwert. Und ob du es glaubst oder nicht, du selbst warst es, der vor 100 Jahren das Schwert aus seinem Stein zog. Doch übe dich in Geduld, mein Junge. Wer auch immer wagt, es zu ziehen, wird von dem Schwert selbst auf eine harte Probe gestellt. Ich kann nicht sagen, ob du in deinem jetzigen Zustand seiner würdig bist. Wenn du versuchen solltest, es aus dem Sockel zu ziehen, bevor du deine einstige Stärke wiedererlangt hast, wirst du auf der Stelle den Tod finden. Nimm dich in Acht, mein Junge. Wer dieses Schwert ziehen will, muss auf der Höhe seiner wahren Kräfte sein. Wollen wir sehen, ob du bereit bist? Neuer Zielpunkt. Ich werde, glaube ich, nochmal speichern, denn gerade wenn man hört, dass man hier drauf gehen kann. Hey, die Blume ist respawned. Dann wäre es vielleicht ganz clever, dass wir vielleicht die Cutscene sich nochmal anhören müssen. Okay, wie genau funktioniert das jetzt? Oh, okay, also wir haben wirklich die Herangehensweise mit dem Herz so. Uff, das war ein bisschen zu knapp. Jetzt legen wir es wieder zurück, weil wir keinen Platz im Inventar haben. An diesem Ort sollst du ruhen und den Tag erwarten, an dem dein Gebieter zurückkehren wird. Selbst wenn der lange Schlaf ihn seiner Erinnerungen beraubt, wie du befürchtest. Ich bin mir ganz sicher, er wird seinen Weg zu dir finden. Hohe Priesterin von Hyrule, was hast du nun vor? Dieses Schwert, das Masterschwert hat zu mir gesprochen. Es sagt, ich hätte eine Aufgabe. Es gibt etwas, das ich tun muss. Du bist sehr stark geworden, hohe Priesterin. Großer Dekubaum, wenn er irgendwann kommt, könnt ihr ihm eine Botschaft übermitteln? Ich... Mein liebes Kind. Deine Worte gehören dir allein. Er sollte sie aus deinem Mund hören, denkst du nicht auch? Ja. Was du gesehen hast,
spielte sich vor 100 Jahren an diesem Ort hier ab. Das Schwert hatte gerade seinen Meister verloren. So nahm die Hohepriesterin es an sich, brachte es hierher zu mir und überließ es meiner Obhut. Bis zum heutigen Tag setzt sie ihren verzweifelten Kampf im Schloss von Hyrule fort. Immer im festen Vertrauen, dass du ihr eines Tages beistehen wirst. Ihr Lächeln war wirklich bezaubernd. Ich wünschte mir, ich könnte mich noch einmal daran erfreuen. Das Master Sword mit 2, also mit 30 so gesehen, 2 war nämlich die Fackel. Dieses legendäre Schwert besitzt die heilige Kraft, das Böse zu bannen und die Verheerung zu bekämpfen. Nur der vom Schwert erkorene Held kann es führen. Der Name dieses Schwertes lautet Master Schwert. Wenn du die Verheerung Ganon und ihre Manifestationen gegenüberstehst, wirst du von einem heiligen Licht erfüllt werden. Du darfst es jedoch auf keinen Fall überbeanspruchen. Schwingst du es zu oft umher, wird es schattig werden und seine Kraft verlieren. Sollte das passieren, musst du warten, bis es sich regeneriert hat. Okay, also wie bei den Prüfungen mit dem DLC. Nach 100 Jahren bist du wieder mit deinem stillen Freund vereint. Geh achtsam mit ihm um. Dann wirst du hoffentlich auch bald die andere Mitstreiterin wiedersehen, die seit 100 Jahren auf dich wartet. Oh, man bekommt auch die HP wieder gut geschrieben. Okay, meine Frage ist jetzt natürlich trotzdem so ein bisschen. Also, da wurde uns wirklich einfach ein neues Slot dafür freigeschalten, damit wir halt nichts hier irgendwie fallen lassen müssen. Okay, sehr gut. Ich würde ganz gern natürlich herausfinden, wo zum... Oh, er hat es jetzt auch hierher geschafft, mein Glückwunsch. Wo der Tempel hier versteckt ist, oder der Schrein, damit wir vielleicht hier einen Speicherpunkt hätten oder halt einen Teleportpunkt. Oh. Du bist es. Warum so still? Ich bin es doch. Der Musikant aus dem Wald der Crox, Moronus. Wie ich sehe, hast du den Weg durch die verlorenen Wälder hierher gefunden. Und du hast die Crox-Samen, die du für mich finden wolltest? Wenn es so ist, wenn du mir Crox-Samen gibst, kann ich dir eine große Tasche machen. 17. Mal gucken, ob wir damit schon was anfangen können. Das ist bestimmt 18 oder irgend sowas. Meine Frage ist nur, was nehmen wir? Man müsste eigentlich schon fast überlegen, ein Schild zu nehmen. Denn wir haben mittlerweile einiges an Waffenslots. Auch wenn ich immer da sage, ich hätte ganz gerne mehr. Aber wir haben gerade gesehen, jetzt wo wir eigentlich nur gegen Wächter kämpfen, mehr Schilde, um Sachen reflektieren zu können, klingt gar nicht mal so dumm. Einen. Ach so. Vielleicht ist hier der Witz, dass man... Immer wieder gut. Vielleicht ist es ja hier wirklich der Witz, dass man das für die unterschiedlichen Bereiche hat. Das heißt, wenn ich jetzt Bogen einen erweitern würde, würde es auch nur einen kosten. Also, mal testen. Werde größer, Schildtasche. Ohoho. So sieht es aus, wenn ich jetzt sage Waffe. Genau, hier ist nämlich jetzt 17. So sich, dass wir natürlich genau 17 hatten. Gut, ich würde sagen, wir nutzen einfach mal ganz kurz hier diesen einen aus, der auch nur hierfür kostet. Um auch nochmal hier sicherheitshalber zu haben. Ich bin mal so fein, skip das jetzt hier schnell. Club. Einfach auch hier nochmal ein bisschen mehr zu haben. Und dann machen wir das, denke ich, noch einmal ganz kurz. Obwohl, sollte ich eigentlich so häufig machen, wie es geht, oder? Eigentlich sollte ich so häufig machen, wie es geht. Dadurch, dass wir ja aktuell wirklich eher daran arbeiten, noch so ein bisschen, so gut es geht, uns vorzubereiten fürs Finale. Natürlich auch lustig zu sehen. Ich meine, es ist natürlich so eine gewisse Dauer dahinter, sich das anzugucken. Aber so viel wird dabei jetzt auch nicht geskippt, wenn man ganz ehrlich ist. Okay, sehr gut. Damit haben wir das. Bis dann. Wir gucken ganz schnell, ob wir hier irgendwo... Oh, hier ist er. Sehr gut. Dann lass uns das hier schnell machen. Und dann würde ich sagen, geht's danach eigentlich auch wieder zurück zum Schloss. Wir werden natürlich gucken, was eventuell diese Prüfung sein könnte.
Aber nur mal rauszufinden, ob das vielleicht DLC-Sachen sind oder ob da wirklich irgendwas dabei ist, was wirklich unser Schwert nochmal so einiges hilfreicher machen könnte. Aber jetzt erstmal hier das. Oh hey, es kommt einem doch so ein bisschen bekannt vor. Kyo-U. Was hast du denn so Feines für uns? Und zwar, es steht in den Sternen. Sieh zu den Sternen. Die Zahl der Sterne ist der Schlüssel zu deinem Schicksal. Aha. Ass. Okay, also wir haben hier die unterschiedlichsten Sachen. Da hinten ist das eine simple. Aber wo ist der Witz dahinter? Also Sie sehen, dass da 1, 2, 3, das Valve-Logo so gesehen, oder... Das ist da hinten, aber was hab ich davon jetzt? Was ist meine Aufgabe? Wir sehen wieder, wir haben hier bis zu... Von 1 bis 5, wir müssen da die Kugeln reinlegen. Aber auf was muss ich jetzt hier achten? Lass mal testen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Also, da ist nicht die Logik denn, dass man sagt, man soll die einzelnen Punkte zählen. Aber was dann? Okay. Wir haben 1 dort. Dann haben wir diese beiden. Wieder so ein Valve einzelnes Logo und dann 1, was sich so ein bisschen gestreckt hat. Und das sind zum Beispiel hier. Also die beiden sind genau nebeneinander und die sind nicht so angeordnet, wie man sie dort sieht. So, dann haben wir eins, wo richtig viele funky Dinger dabei sind. Nein, das wollte ich nicht. Der sollte ja relativ offensichtlich sein, dass es der da ist, weil alle anderen sind nicht so krass dabei. Und ich da auch wieder fragen muss... Da oben haben wir nämlich auch nochmal welche, die so ein bisschen Valve-Logo-mäßig sind. Und dann haben wir einen, der sich so richtig streckt. Und das müsste dann... Ist das der? Er hat einen Abzweig hier. Okay. Achso, die Idee ist... Der eine taucht 5-mal auf. Das heißt also, für den da... Nehmen wir die 5. Ist das die Idee? Wir haben nicht 1, 2 Valve-Logos dort. Wir haben 1 dort unten und 2 nochmal rechts. Ich denke, das ist der Witz. Man soll einfach nur zählen, wie häufig die Dinger auftauchen. Okay, wir haben 1 von denen, 2 von denen, 3 von denen. Und das ist es. Okay, damit wissen wir also auch hier, dass die 3. Okay, und dann für die andere Sache. Von diesem einen richtig massiven... Aber wir weiten ja schon sehen, dass das nur einer ist. Und dann von dem anderen haben wir 1, 2. Das müsste es sein, ne? Einen für den da und 2 für den anderen. Mal gucken, ob ich das richtig gesehen habe. Okay, das war aber machbar. Trotzdem muss man erstmal so ein bisschen realisieren. Gibt es hier irgendwelche Sachen, die sonst irgendwie versteckt sind? Irgendwelche Sachen, die man extra bekommen kann? Was müsste man aber hier wiederum machen? Oh, hier sind da nochmal weitere dabei. Achso, und hier ist dann der Witz, dass man dann jetzt für die andere Sache jetzt hier wieder gucken muss. Das heißt also, man hätte 4... von dem kleinen Zeug. Weißt du was? Ja, das ist doof. Das kann man... Kann das leider nicht so schön einfach mit dem Screenshot machen und dann hingehen und das immer so nach und nach gucken. Ich kann zwar halt die Screenshot-Taste von dem Controller selber klicken, aber dann müsste ich da immer wieder rein und raus springen. Das ist mir jetzt ein bisschen zu aufwendig. So, wir haben von dem kleinen 4. Wir haben von den gestreckten 2. Okay...
Wir haben von diesem wilden Zwein, von dem ganz gestreckten Eins, die doppelt sind, zwei. Das vergesse ich eh wieder, aber whatever. So, hier gehen wir jetzt hin. Und sagen zwei. Von denen sagen wir einen. Und jetzt lassen wir mal ganz schnell nochmal gucken. Genau die, das ist die gestreckten, nur sicher. Gestreckt und die, die richtig viel hatten. Gestreckt. Das ist der da. Und die richtig viele waren zwei, genau. Dann haben wir vier Valve-Logos und zwei von den anderen. Ist das richtig? Ja, weil manchmal Zahlen nicht doppelt vorkommen. Dementsprechend 1, 2, 3, 4. 1, 2, 2. Doch. Sicher, sicher. So, du bist der hier. Natürlich interessant zu sehen, gerade wenn man halt diese Art von Puzzle jetzt hier nochmal erneut hat, frage ich mich natürlich auch gleichzeitig wieder so ein bisschen, was man bei diesem anderen Wow-Schrein machen musste, um die freizuschalten. Da war ja die Sache mit den Kugeln zählen. Aber man war mir nicht so klar, was man da mit dem anderen hätte machen müssen. So, bestimmt irgendwas, was ich erstmal jetzt wieder öffne, um dann wieder schließen zu dürfen. Jupp. Vor allem Weitwurf. Ja, mir wären natürlich jetzt hier Schilde wichtiger. So, also ich schmeiße mal wieder weg und hoffe, dass ich das nicht bereue, aber in den meisten Fällen ist das Spiel nett genug und gibt einem dann einfach nochmal welche. Falls die Situation danach fragt. Okay, sehr gut. Dann gehen wir das jetzt hier ab, nehmen das Ganze an. Und haben dann jetzt hier auch einen Teleportpunkt, falls wir hier nochmal jeweils hin müssten. Denn durch diesen doofen Nebel will ich mich nicht nochmal navigieren. Ich meine, zugeben, wir haben solche schon mit, aber trotzdem. Ja, und dann würde ich sagen, Dinge werden heute nicht uns nach Schloss Hyrule tatsächlich nochmal begeben. Aber ich denke, zum nächsten Mal werde ich mich schon so ein bisschen dahin arbeiten. Beziehungsweise, man müsste vielleicht überlegen, ob man nicht versucht, das Ganze von einer anderen Richtung anzugehen. Aber ich weiß halt nicht, wie das Schloss aufgebaut ist, wie clever das ist, etc. Okay, nochmal ein Zeichen der Bewährung. Die können wir beim nächsten Mal auch vielleicht nochmal abgeben. Nochmal ein Herz zumindest dazu bekommen. Sehr gut. Dann. Auserwählter, hoho. Der Name ist Link, ja. Guten Tag. Es ist an der Zeit, dich einer großen Prüfung zu stellen. Geh zum großen Dekobaum hier im Wald der Crox. Er wird dir den Weg zu dieser Prüfung weisen. Ex-Prüfung des Schwerts. Oh boy. Das ist also jetzt wieder ein DLC. Nee, es ist tatsächlich nicht die richtige Erklärung. Okay. Ich muss zugeben, ich habe so ein bisschen Hintergrundwissen zu gewissen Sachen der DLCs mittlerweile erlangt. Okay, wir werden da sofort wieder in eine Cutscene geworfen. Okay, nicht selber. Du sagst, du hast eine Stimme gehört. Aha, so. Und sie sagte, die Zeit sei gekommen. Dann lass mich dir erzählen, was ich von der großen Prüfung weiß. Du hast dir zwar das Meisterschwert zurückgeholt, doch sein wahres Licht ist noch nicht erwacht. Die Prüfung des Schwertes dient dazu, deine Eignungen festzustellen.
des wahren Lichtes Herrn zu werden. Es ist eine Herausforderung, die ihresgleichen sucht. Alle deine Waffen und Rüstungen werden für diese Prüfung versiegelt. Du musst dich ihr unbewaffnet stellen. Wenn du diese Prüfung mit Weisheit und Mut bestanden hast, dann wirst du wahrhaftig der Gebieter des Masterschwerts sein. Du scheinst ja wirklich sehr erpicht auf diese Prüfung zu sein. Nicht wirklich. Nun, Link, dann stecke das Masterschwert zurück in seinen Sockel. No. Lass mich das selbst entscheiden. Okay, sehr gut. Okay, hier haben wir eine Situation, die mir persönlich wieder so ein bisschen missfallen hat. Wie gesagt, ich habe das so ein bisschen nachgelesen. Und zwar, wenn ich es richtig verstanden und richtig in Erinnerung habe, haben wir hier ein Dungeon so gesehen vor uns, wo man sich, wie man jetzt ja gehört hat, ohne sein Equipment durcharbeiten muss. Und klingt ja ganz cool. Jedoch habe ich das Wort 45 Levels gelesen. Und das ist vielleicht ein bisschen beängstigend viel. Und dementsprechend, klar, das ist vielleicht gar nicht mal interessant. Ich weiß nicht, was halt der Unterschied dann sein wird, wenn man das wirklich dann freischaltet. Aber ich denke, ich werde das einfach mal für diejenigen offen lassen und nicht so präsentieren, die das Spiel vielleicht noch selber spielen möchten und mir hier gerade zugucken. Es war so ein bisschen doof, aber kann man vielleicht nachvollziehen, da 45 Level hoch zu kraxeln. Das könnte vielleicht so ein bisschen viel sein. Aber ich würde sagen, ich gucke trotzdem mal ganz kurz, ob meine Erinnerung mich nicht trübt. Denn wenn es einfach nur ist, okay, mache hier 1, 2 Level, dann könnte man das hier noch durchaus machen. Aber wenn es wirklich diese 45 ist, Okay, ich habe nachgeschaut und yikes. Es sind 3 Sets. Beginner, Medium, Expert. Und die sind nicht unbedingt alle gleich aufgebaut, aber insgesamt sind es tatsächlich 45 Levels. Die Idee, dass man sein Equipment nicht nutzen kann, ist da richtig. Und, ich meine, hat das Spiel ja selbst hervorgehoben. Aber man hat ebenfalls nur ein halbes HP-Herzchen, wie in dem anderen DLC. Und man kann nur vor bzw. nach jeder Runde speichern. Das heißt also, wenn man dann halt die erste Runde Beginner macht und das sind 15 Level oder wie auch immer und dann stirbt man halt beim 14. geht's zurück zum Anfang und ich bin so überhaupt kein Freund von sowas, abgesehen davon der Länge an und für sich, aber dass man so extrem zurückgeworfen wird. Ich denke, man könnte sagen, okay, alle 5 Level ist ein Checkpoint oder ähnlich. Das persönlich würde ich sehr, sehr angenehm finden, aber halt 15 Level durchzurennen, bis zu 23 am Ende mit dem höchsten Schwierigkeitsgrad, mit einem halben AP-Herzchen und keiner Speichermöglichkeit. Das ist so überhaupt nicht meins. Okay. Hat der andere Kollege hier noch was zu sagen oder war das tatsächlich jetzt hier einfach nur für diese DLC-Sache? Und es ist interessant, die haben alle was zu sagen. Bist du etwa der Held? Toll! Der werte Held besucht uns in unserem Wald. Ich habe eine Prüfung für dich, die dich stärker machen wird, werter Held. Du musst nicht kämpfen und die Prüfung ist auch nicht gruselig, aber du musst trotzdem vorsichtig sein. Und zwar will ich ein Rumi sehen. Er leuchtet im Dunkeln und ist etwa so groß wie ich. Du musst mir noch nicht mal einen bringen. Ein Bild oder sowas wäre schon genug. Vielen Dank, werter Held. Danke, dass du diesen Gefallen mir tust. Also, keine Ahnung, wo genau diese Rumi leben, aber sie sind sehr flink und leuchten angeblich ganz wunderbar. Ich würde zu gerne einmal einen davon sehen. Du nicht auch? Wenn du mir einen Rumi zeigst, gebe ich dir auch eine Belohnung. Meine, haben wir denn nicht? Keine Ahnung, wo diese Rumi leben, aber sie sind sehr flink und leuchten angeblich ganz wunderbar. Ich würde gerne mal einen davon sehen. Du musst mir nicht mehr genau. Haben wir also noch nicht geschafft. Oh, wow. So, wo ist die andere Backe hin? Da bist du. Bist du die andere Backe? Wow, bist du etwa der Held? Willkommen bei der Cox. Ich hatte ein Bild im Kopf, wie der Held wohl aussieht. Aber du bist noch viel, viel, viel heldenhafter. Aber es ist immer noch Luft nach oben und deswegen habe ich eine Prüfung für dich vorbereitet. Na, was sagst du? Stellst du dich meiner Prüfung? Ich versuch's mal. Juhu, dann bring mir bitte einen Stab der Eismagie. Du weißt schon, einen von diesen tollen Stäbchen, mit denen man sogar Monster einfrieren kann. Eis, Pyro, Magie, Pyro. Verwenden sie, um Unheil anzurichten. Aber in den Händen eines Heldes könnte ein Stab der Eismagie bestimmt ganz viel Gutes bewirken. Klar. So, und was hast du, Dingeldorn, noch zu sagen?
Wir haben uns für dich ein paar Prüfungen einfallen lassen, werter Held, auch wenn du nun das Masterschwert besitzt. Vielleicht helfen diese Prüfungen dir trotzdem noch stärker zu werden. Und warte erstmal ab, bis du meine siehst. Die Prüfung des Ältesten vom Wald der Crocs. Willst du dich der Prüfung der Crocs stellen? Prüfungen? Du überlegst erst, bevor du handelst, was? Sehr weise. Also, was die Prüfungen der Crocs angeht, die werden dich zu den Schreinen im Wald der Crocs führen, damit du groß und stark wirst. Es ist eine Zeremonie, die jeder Croc absolvieren muss. Der Held, oder legendäre Held selbst, hat sie uns gelehrt. Bin ich nicht der legendäre Held? Ich habe es schon geschafft, Maronus auch, die beiden da drüben ebenfalls, sogar der Dekobaum. Ich mache nur Spaß, oder vielleicht doch nicht? Nummer 1. Im Südwesten die Macht der Anziehung. Nummer 2. Im Nordwesten der Pilgerweg. Nummer 3. Im Osten die Feuerprobe. Versuche alle Prüfungen wie ein wahrhafter Held zu meistern. Es gibt sogar wertvolle Preise zu gewinnen. Spätestens dann sollte dich zur Höchstleistung anspornen. Na, machst du mit? Kann losgehen. Los, gib dein Bestes. Ich habe die einfach nur angenommen, aber machen werde ich es jetzt nicht. Markus macht das schon. So, hier kann man nochmal lustig rein. Hier drin hat jemand ein Feuer angemacht. Sehr brutal. Aber gut. Hey, man könnte hier auch gleich hingehen und beten. Dann mache ich das auch gleich hier natürlich. Einfach hier. Mein Herzcontainer oben drauf. Ich denke, Ausdauer brauchen wir dafür wirklich nicht. Lieber nochmal ein bisschen mehr einstecken können. Hooray! We did it. Okay, dann würde ich sagen, hey, eine Holzkelle. Waldrat vom Waldschrat. Kann man hier eigentlich irgendwie noch weiter lustig hochgehen? Sieht so ein bisschen einladend aus. Hey, tatsächlich, man kann hier so ein paar Sachen mitnehmen. Meine Frage ist natürlich, ob man da bis ganz nach oben klettern kann, aber ich bin mal so ganz so frei und werde ihm jetzt da nicht halt im Mund herumkrabbeln. Sprechen? Achso, mit ihm vermutlich. Okay. Dann. Hier wären theoretisch nochmal ein paar Läden, die man abarbeiten könnte. Und es ist natürlich hier wirklich lustig zu sehen, wie man da so überhaupt nicht durchkommt. Dann haben wir noch so einige Sachen. Das ist. Ich meine, allgemein, dieses Spiel hat noch einiges zu bieten, so ist nicht. So. Das ist das Schloss. Gibt es hier irgendwelche cleveren Herangehensweisen? Weil ich überlege mal tatsächlich, dass man sich hierhin begibt und versucht dann da irgendwie reinzusegeln? Ich meine, das werden wir jetzt einfach mal machen, so kurz vor Schloss. Okay, hier regnet's. Erneut. Was gut ist, wir haben das richtige Zeug bereits an. So, ich habe das Gefühl, dass wir nicht mal ansatzweise da uns irgendeinen Vorteil erarbeiten könnten. Oh, Greatest Hyrule. Großartige Master Sword. Kann da auch nicht genutzt werden. Aber das könnte natürlich lustig werden. So, ist der Bogen selber? Jo, ebenfalls. Okay. Und da war gerade ein Blitz am Vorbereiten. Der da oben auf dem Turm hätte einschlagen sollen. Yikes, bitte nicht auf den ziehen, nur weil er in der Luft herumfliegt. Dankeschön. Okay, also meine Überlegung ist, dass wir wirklich so ein bisschen gucken, ungefähr auf die Höhe dieses Schlosses zu kommen. Wow! Zu kommen, wo mehr oder weniger das Zentrum ist. Und dann versuchen, vielleicht nochmal wirklich sich tatsächlich in die Luft zu ballern. Ja, vor allem, weil es auf alles wieder aufgeladen ist. Und da dann halt versuchen, so ein bisschen näher ranzukommen. Ah, great high. Was? Ja genau, lauf da beide hin, ihr Vollidioten. Das Lustige ist, der Körper ist so weit weggeflogen. Yikes. Eine Mobkeule.
Natürlich interessant zum Beispiel auch zu sehen, dass das Ganze hier wieder als gut hervorgehoben wird. Kann ich den Elektrostab ablegen? Ich würde ihn am liebsten ablegen. Aber weil wir die Dinger so überhaupt nicht bisher genutzt haben. Aber gut. Ich nehme mal ganz kurz das Zeug, das die gedroppt haben, denn ich bin ganz ehrlich, ich habe so viel davon gesammelt und nie ernsthaft bisher genutzt. Das Einzige, was ich hier wirklich genutzt habe, ist Essen zum Kochen oder zum Teil sogar einfach nur zum Verkaufen. Natürlich auch etwas, was man nicht halt vergessen darf. Hier gibt es so viel zu erkunden und zu entdecken. Ich empfehle halt grundsätzlich, sich so ein bisschen mehr Zeit zu nehmen, sich Sachen anzugucken. Ich gehe davon aus, dass man hier wirklich einige Waffen und auch Rüstung und... Das ist auch interessant, das könnte man irgendwie denken, das wäre hier... Wenn das Wasser ein bisschen höher wäre, wäre es sogar tatsächlich möglich, dass hier das entlang fließen würde. Auf jeden Fall gehe ich davon aus, dass man einfach noch bei Weitem mehr Sachen machen kann. Das Einzige, was wir... könnte man eigentlich fast... Obwohl, ich habe eigentlich kaum noch irgendwelche Fotos jetzt mittlerweile mehr gemacht, also... Aber ich denke, es ist ein bisschen schade, dass die Gegnervielfalt so ein bisschen begrenzt ist. Klar, man hat hier und da so ein paar Ausnahmen. Aber im Großen und Ganzen... Ach Gott, damit. Sind es dann doch... Wow, dann gleich drei. Sind es dann doch immer wieder die gleichen. Und da hoffe ich dann wirklich, dass... Nachdem sie ja schon mehr oder weniger gesagt haben... dass die Engine weiter nutzen werden und am nächsten Spiel bereits arbeiten. Dass sie da halt doch die Kritik ein bisschen ernst nehmen. Ich denke, nachdem man hier so einen Schritt in eine andere Richtung gemacht hat, ist gar nicht mehr so falsch, vielleicht dann noch daran weiter zu arbeiten. Also meine Punkte sind, denke ich, wirklich, dass man überlegen sollte, die Durchhaltekraft von den Waffen so ein bisschen zu verbessern. Ich weiß nicht, wo man genau halt... Oh, nicht schon wieder. Ist es ein Blutmond? Oder ist es einfach nur, ich bin in der Nähe von dem, okay. Ich denke, man sollte so ein bisschen gucken, dass man die Durchhaltekraft von Waffen verbessert. Klingt aber trotzdem schon wieder Blutmond. Oh, goddammit. Ist aber auch wirklich jeder zweite Teil mittlerweile. Und ich spiele nicht mal wirklich wie dieses Spiel. Hooray! Oh, Dead Wars. Wie immer für euch mal so ein bisschen übersprungen. Ihr wisst, was da kommt. Auf jeden Fall, ich denke, dass die Waffen vielleicht so ein bisschen mehr aushalten sollten. Wenn nicht sogar man sagen sollte, dass es vielleicht gewisse Waffen gibt, die unzerstörbar sind, aller Master Sword. Dass man da wirklich sagt, hey, man hat gerade Mifas Waffe und von den anderen Leuten, dass da immer so ein paar Waffen sind, die durchaus relativ stark sind. Auch von mir aus halt stärkere Waffen durchaus in der Welt zu finden sind, die dann halt gewisse Limitierungen mit sich bringen. Dann denke ich, sollte man ernsthaft überlegen, mehr Monstertypen hinzuzufügen. Also nicht nur halt eine Art und dann in mehreren Farben. Gerade hier die Fledermäuse findet man in jeder Elementart dann auch nochmal vor. Also ich denke, ich gehe jetzt hier mal die nächstbesten Punkte mal hoch. Hi. Und dann werden wir uns dann mal versuchen, so ein bisschen hinzusegeln. Und ich denke... Ja, je nachdem, wenn man halt weiterhin ein Open-World-Game machen möchte, dann ist natürlich das ein bisschen unfein. Aber ich wäre sehr davon angetan, wenn man vielleicht ein bisschen mehr Story reinbringen würde. Also ich sollte vielleicht überlegen, was zu essen. Und ich denke, das machen wir auf die gute alte Art. Und zwar, ich muss ganz ehrlich zugeben, dass mir die Cutscenes richtig gut gefallen haben. Gerade halt, die Charaktere kommen als sehr, sehr cool und zum Teil komplex rüber. Aber das Problem ist natürlich... Man erlebt von denen nichts mit. Und deswegen halt, diesen Konflikt von Zelda mitzuerleben, zu sehen halt, wie man in dieser zweitletzten Cutscene miterlebt hat, dass sie dann immer das Problem hat, wenn sie Link sieht, der halt seine Aufgabe bisher gemeistert hat und sie, die es dann halt nicht hinbekommen hat. Das ist eine durchaus interessante Sache, weil es einfach so eine gewisse Dynamik reinbringt. Wie gesagt, ein bisschen Charakter reinbringt zu einer Person... Oder einer Rolle, müsste man eigentlich eher fast sagen. Also die Damsel in Distress, wenn man so möchte. Die in vieler Hinsicht einfach kaum... Upsala, okay. Also wir sollen hier nicht hoch, habe ich das Gefühl. Man hat auf jeden Fall halt häufig das Gefühl, dass halt die Prinzessinnen nicht wirklich viel zu sagen haben.
Und den da so ein bisschen mehr rein zu. Oder ein bisschen mehr halt Möglichkeiten zu geben, Charakter zu bilden. Klingt meistens gar nicht mal dumm. Also ich bin immer so frei, nutzt das Zeug einfach, weil. Wann nutzt man es denn sonst schon? Oh, mit ein bisschen Glück kann man hier vielleicht so ein paar Sachen überspringen. So, dann würde ich sagen, dann ziehen wir natürlich ganz bewusst hier auf den hier. Oh. Oh, great. Dachte, das wäre cool, hier einfach hinzugehen. Vielleicht findet man ja was Tolles. Yep. Ich habe so einen tollen Turm gefunden. Okay. Ich denke, ich bin mal so cool, wird mich jetzt hier nochmal eine Stufe weiter nach oben ballern. Oh, shit. Yep, hi. Und dann müsste ich eigentlich schon fast gucken. Mit am cleversten wäre es vermutlich jetzt hier einfach zu warten und sich weiter so nach oben zu ballern. Aber so wirklich sicher bin ich diesbezüglich auch nicht. So, ich denke, wir werden jetzt hier tatsächlich wieder auf das Zeug übergehen. Mit der Hoffnung, dass dieses Schleichen Plus uns so ein bisschen vor Sachen beschützt. Denn so sehr man vielleicht lernen sollte, gegen die kämpfen zu können, denke ich, ist weiterhin gesünder, denen auszuweichen. Ansonsten ebenfalls, nachdem ich ja das eine schon wieder angelegt habe, wird man die anderen vielleicht auch wieder anlegen. Ja, das ist die Frage. Ich denke, das ist eine, die wir hier testen müssen. Nope. Niemand hier. Und zwar sollte man dann testen, ob das Master Sword Vorteile gegenüber auch diesen Dreckskindern genießt. Oder ob das wirklich eine reine Ganon-Sache ist. Ansonsten, ich gehe mal von aus, dass ich das. Yikes, Achtung. Da ich das Ganon hervor. Oh, man kann hier dran hängen bleiben. Da ich das als Ganon bezeichnet wird, gehe ich mal wirklich davon aus, dass wir hier gegen keine menschliche Variante kämpfen. Ansonsten, ist da was im Wasser? Ja, hi. Oh, ich habe sogar getroffen. Nice. So, was haben wir denn hier? Okay, ich habe ein Gefühl, dass wir Bombenpfeile brauchen in der Zukunft. Schaffe ich es da hoch? Ansonsten eine Sache, die mich so ein bisschen überrascht, muss ich ganz ehrlich zugeben, ist, wie schnell gefühlt sich unsere Sprungfähigkeit hier schon wieder aufgeladen hat. Achtung, Achtung, Achtung. Ja, also weiterhin wichtig, die realisieren nur, dass man da ist, wenn sie tatsächlich mit dem Licht auf einen. Das ist ziemlich gut. Okay, wir sind relativ nah am Eingang. Ich würde sagen, man muss wirklich erstmal springen, damit die Sache so aktiviert wird. Ich würde sagen, wir versuchen so weit es geht zu kommen. Hi. Don't mind me. Obwohl es hier alles schon leicht ungesund mittlerweile aussieht. Oh boy. Vor allem gerade, wo die ganze Suppe da ist. Also das wird eine Herausforderung dann für nächstes Mal. Ich hoffe mal wirklich, dass wir dann jetzt hier mit dem Master Sword so eine gewisse bessere Chance noch haben. Aber für jetzt will ich mal ganz kurz gucken, ob man hier irgendwo. Oh, great. What the? Okay, wir klettern an einer anderen Stelle weiter. Oh, great. Jetzt haben wir auch von hier den entdeckt. Come on, halt dich doch daran. Manchmal. Wow, wow, Spiel, hallo. Okay, dann. Oh, hier sind wir dann auch bei Wasser. Alles klar, super great. Ja, also dann machen wir hier beim nächsten Mal weiter. Vielleicht, dass ich jetzt hier runtergeeilt bin, eimelt bin. Das ist manchmal doof. Manchmal hält er sich an Sachen fest, manchmal wiederum nicht. Meisten Fans zwar schon, aber trotzdem.
Das war jetzt ein bisschen nervig. Okay, nächstes Mal. Mal gespannt, wie lange wir hier noch wirklich sein werden. Ich denke, dass wir... Das ist alles ein bisschen knapp. Jetzt gehen wir bestimmt gleich drauf. Ja. Okay, perfekt. Ich verabschiede mich. Hoffe, es hat euch gefallen. Und beim nächsten Mal geht's zum Finale. Oh, komm, hier sind wir hier oben gespawnt. Also was? Was machst du, wenn ich jetzt dich angreife? Cool, ich komme da nicht hoch. Ich meine, so kann man natürlich auch Gegner gefährlich machen, indem man einfach nicht an die rankommt. Great, das war dem Ding einfach Wurst. Das ist natürlich ganz großes Kino. Interessant auch zum Beispiel, dass er am Anfang so überhaupt nicht jetzt... Hooray! Also man kann sie zerstören, aber das Master Sword wirkt weiterhin... Was ist weiterhin? Wirkte da jetzt nicht so hilfreich. Okay, das werde ich jetzt nicht speichern, da ich jetzt ein bisschen an Schilds und Sachen verloren habe und sich das ja leider auf so der Art und Weise nicht wieder auflädt. Okay, ich hoffe, es hat euch gefallen. Wow, Sniper. Ich hoffe, es hat euch gefallen und bis zum nächsten Mal. Bis dann.